Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Heute geht's weiter mit Stargate Empire at War Pegasus Chronicles. Wenn ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr nochmal gerne ein Abo dalassen, Kommentar oder ein Gefällt mir nach oben. Würde ich mir sehr freuen. Und jetzt starten wir rein. Letzte Folge haben wir ja Vorash die Sonne gesprengt. Ja, ich glaube, da sind wir so stehen geblieben. Und dann sind wir mit SG-1 hier rübergefahren und wollten... Genau, wir haben diesen Planeten hier befreit von der Flotte. Wir erobern ja nicht. Jetzt wollten wir einen Bodenangriff starten, damit wir nochmal diesen Planeten... Wir brauchen vielleicht nochmal ein paar mehr Einheiten. Wäre vielleicht nicht schlecht. Ein paar mehr Bodentruppen. Oh, wir können ja auch... Eigentlich können wir auch keine bauen. Eigentlich können wir keine bauen. Wir sind eigentlich schon über die Kapazität drüber. Okay. So, nehmen wir mal die Bodenheiten, lassen die Erde mal ein bisschen alleine. Zack, zack, nehmen wir auch mit. Eins zu weit gegangen. Wir wollen mal zwei Einheiten mitnehmen. Okay. Okay, jetzt können wir keine Einheiten mehr bauen. Hier auch noch, also hier bauen wir noch ein paar andere. Okay. So, was haben wir denn da? Wir haben einmal SG-1, wir haben einmal ein Stargate-Team, wir haben zwei MELP, MG-MELPs, dann haben wir 6 Marine-Trupps, dann haben wir zweimal Raketentrupp und ein Luftabwehreinheit. Ich glaube, damit sollten wir den Planeten erobern. Na gut, wir haben sogar Lufteinheiten hier. Ja, dann starten wir mal rein auf den Planeten und gucken uns das an. Wo sind wir denn eigentlich? Auf Erebus. Erebus, was war denn das für ein Planet? Auf diesem Planet werden Ijoyale sowie feindliche Jaffars gebracht. Sie leben in einer Arbeitslager und müssen Naquade abbauen, bis sie erschöpft sind oder ein giftiger Gift umgekommen sind. Ja, ich kann mich erinnern, das ist die Folge, wo Bratak und Tiak in diesen... Nee. Bratak und der Sohn von Tiak da Leute rekrutieren wollen und dann da gefangen wurden und Tiak... Und Daniel kann sich wohl erinnern an die Adresse und Tiak wird da gefangen genommen und gefoltert. Genau, diese Folge war es. Eigentlich eine sehr gute Folge. SG-1-Team können wir nicht holen, weil es 4 Leute sind. Wir gehen halt ins Stargate-Team rein. Dann würde ich ein normales Team noch nehmen und dann sind wir schon voll. Okay. Ich würde gleich hier welche hinschicken. Sir. Okay. So. Alles klar, es geht los, Abmarsch! Achso, hier ist ja auch noch ein Trupp. Sie übernehmen den Bereich. Ich glaube, ich würde mit allen gleich rüberlaufen und diesen Punkt erobern. Und dann
glaube ich, ist ganz klug, hier so einen Schlenker zu ziehen, gleich auch die Luftabwehr runterzuholen. Wäre auch ganz cool. Da ist schon... Da ist schon Gleiter und hat schon geschossen. Alles klar, es geht los, Abmarsch! Nimm hier oben schon den Punkt ein. So, Luftabwehr holen wir runter. Auch Luftabwehr, wir können uns eine Truppe mehr runterholen. Bei 2 Punkten. Alles klar, es geht los, Abmarsch! So, der führt nur der Weg. Alles klar, es geht los, Abmarsch! Dann müssen wir da lang. Mit Grüntupf verloren. Können wir uns einen neuen runterholen? Deckt die Flanken! Alles klar, es geht los, Abmarsch! Das ging schnell. Oh. Alles klar, es geht los, Abmarsch! Nicht viel Vertrauen in Plan A. Hm? Wie sieht's aus? Schade. So, erstmal. Bisschen Geschwindigkeit aufbauen. So, dann gehen wir hier runter. Sie übernehmen den Bereich. Sie übernehmen den Bereich. So, jetzt können wir erstmal mal Leute runterholen. Holen wir uns auch mal SG-1 runter. Melde mich wie gewünscht. Das könnte extrem gefährlich sein. Ich spüre, dass da etwas ist. Ich bin bereit. Verstanden, O'Neill. Dann gehen wir hier hin und holen uns den Punkt. Kann man mehr als 9 runterholen? Ich glaube nicht, ne? 9 ist maximal. Ne, dann kann auch einer Einheit runterholen. Was haben die denn für Fähigkeiten? C4 Sprengladung. Was hat Daniel? Thor's Triumphwagen. Ein Jaffar hat viele Sinne, mit denen er kämpft. Melde mich wie gewünscht. Triumphwagen. Hecken. T5 Hecken. Feindliche. Okay. Die Bedeutung dieses Ausdrucks ist mir unbekannt. Ich habe Spuren von...
unten müssen auch welche sein. Oh. Sehr schön. Melde mich wie gewöhnlich. Oh, wir haben Tiag verloren. Ich spüre das noch nicht. Ich dachte, wir haben Tiag verloren. Ich bin bereit. Melde mich wie gewöhnlich. Okay. Hier müssen auch noch Feinde sein unten. Es gibt keine Spuren der Anwesenheit menschlicher Wesen. Korrekt. Da sind sie. Los weiter. Wieder einer deiner eigenartigen Scherze. Alles in Ordnung? Die Bedeutung dieses Ausdrucks ist mir unbekannt. Gebäude. Sehr schön. Ich würde gern mal Thors Hammer ausprobieren. Okay, das lackt ganz schön. Blick auf Thors Hammer kriegen wir nicht in der Filmaussicht. Schade. Melde mich wie gewünscht. Verstanden, O'Neill. Korrekt. Los weiter. Wieder einer deiner eigenartigen Scherze. So, wann gekommen? Ich spüre, dass da etwas ist. Ich bin bereit. Die Bedeutung dieses Ausdrucks ist mir unbekannt. Wo sind denn hier noch welche? Melde mich wie gewünscht, falls. Irgendwo ein Gebäude vergessen? Ein Schatz, der viele Dinge, mit denen er kämpfen kann. Verstanden, O'Neill. Korrekt. Billigerweise ein Gebäude vergessen. Die Bedeutung dieses Ausdrucks ist mir unbekannt. Wie? Ich gehe ebenfalls. Da sind noch andere, ich bin mir ganz sicher. Ich weiß es nicht, wo die Gegner sind, aber wir können auch Automatik jetzt machen. Systemlots ziehen sich zurück. Ich habe noch Einheiten verloren. Aber ich wüsste jetzt nicht, wo noch. Ich weiß nicht. Noch Einheiten von denen waren, also. Okay. Okay, wir haben die Gua'uld werften auf Erebus eine fast fertiges Attack erobert. Unsere Wissenschaftler sind dabei, es zu vervollständigen. Allerdings kann das noch eine wenige Zeit dauern. Okay. So, können wir erstmal das und das. Vielleicht können wir da noch ein paar Naquadaminen bauen, das wäre ganz cool. Okay. Die Vernichtung der Systemlords. Wir haben einen Plan entwickelt, alle Systemlords auf einen Schlag zu töten. Auf einer stark befestigten Raumstation im Hassar-System gibt es ein Treffen aller Systemlords. Für diesen Plan brauchen wir einen Menschen, der fließend Gua'uld spricht. Daniel Jackson. Ich kann ihn als Yu-Sklave bei den Treffen einschleusen. Er bekommt ein speziell von uns entwickeltes Symbiontengift, das er freilässt, sobald alle Systemlords anwesend sind. Zunächst fliegen wir nach Ravenna und besprechen die Details in unserer Geheimbasis dort.
Während Daniel Jackson und ich unterwegs sind, kann der Rest von SG-1 die Basis besichtigen. Bringen Sie SG-1 und Selmac nach Ravenna zur Missionsbesprechung. Okay. Ravenna ist da oben. Also müssen wir Haktyl vorher einnehmen. Können wir hier, ist das? Förderanlagen. Das ist gut. Alter, kann ich hier so viele Förderanlagen bauen? Das würde mein Geld richtig pushen sogar. Jede Runde 1390. Das ist schon geil. Okay, was lassen wir hier? Die Asker haben von unseren Kämpfen gegen die Geult gehört und entschieden, dass wir würdig sind, ihr Planetenschutzabkommen mit den Geult aufgenommen zu werden. Die Verhandlungen. Okay. Wir waren ein bisschen zu langsam, aber ja, die Folge, also wir werden ja in diesem Planetenschutzabkommen der Asker mit eingezogen. Ja. Mal gucken. Das Attakt von Erebus wurde fertiggestellt. Alles klar. Okay, ich würde auf den Planeten. Was lassen wir? Ein Hattack, zwei Hattacks. Ich würde dann nochmal vielleicht 303 lassen. Eine 304 und zwei Jägerstaffeln. Reicht das? Gleichzeitig würde ich die Basis ein bisschen aufbauen, damit wir ein bisschen mehr Schutz haben. Und würde mit den Schiffen zur Erde fliegen, Richtung Erde. Und hier würde ich halt vielleicht noch ein paar mehr Schiffe in Auftrag geben. So, vielleicht nochmal eine davon. Ich würde ein paar Jäger nehmen noch dazu, auf jeden Fall. Die Verhandlungen mit den Geult sind abgeschlossen. Die Asgard werden in Kürze jemanden vorbeischicken, der unsere Sicherheit garantiert. Und wen haben wir bekommen? Thor, ne? Thor, Asgards Oberbefehlshaber. Thor ist ein Oberbefehlshaber der Asgard-Flotte. Er kommandiert eine verbesserte Schlachtschiff der O'Neill-Klasse mit stärkeren Schilden und direkter Hüllenpanzerung. Zusätzlich zu den insgesamt 6 Ionenkanonen besitzt dieses Schiff eine schwere Ionenwerfer. Okay. Ganz schön viele Bonus. Okay. Ist gut gegen Supersternzerstörer. Also, nicht Supersternzerstörer. Falsches Spiel. Meine Super Hattax. Ich glaube, das sind Super Hattax. Normale Hattax. Okay. Ja, da werden wir ihn doch gleich in diese Flotte hier mit aufnehmen. Dann haben wir hier eine Flotte von. Wir haben uns mit allen unserer Forschungsprojekte geholfen. Wir können von nun an neue Einheiten stehen zur Verfügung. Okay, mit was haben sie uns denn geholfen? Raketensilo können wir jetzt bauen. Kleine Schusswerf. Akademie. In der Akademie bilden die Tauri ihre Elite-Soldaten zu Feld- und Flottenkommandeuren sowie Attentäter aus. Ich wusste gar nicht, dass wir Attentäter ausbilden. Flugfeld, Jägerproduktion, Fahrzeugtechnik, was ist das hier? Kaserne, Schildgeneratoren. Wir bauen erstmal das. Mal gucken, welche Einheiten wir dann bauen können. So, ich glaube, was können wir hier? Scharfschützen-Einheit, cool. Mobiles MG, auch nicht schlecht. Was haben wir hier noch? Mörser-Infanterie,
Auch nicht schlecht. Was haben wir hier? Sanitäter. Sanitäter ist bestimmt auch geil, immer dabei zu haben. Bombe haben wir auch. Ja, das sieht schon mal relativ geil aus. Also, wie groß ist die Flotte, die wir hier haben? 41. Ich glaube, es ist schon eine gute Flotte. Natürlich sind jetzt ein paar Jäger noch hier, aber gut, die können auch ohne die Jäger mal angreifen. Wir müssen mal gucken, dass wir noch ein paar Bodentruppen zusammenkratzen. Glaube ich, wäre nicht schlecht. Erstmal so. Ein paar Bodeneinheiten ist, glaube ich, ganz gut, wenn wir solche hätten. Ich überlege gerade, ob wir vielleicht ein bisschen unsere Raumstation ein bisschen ausbauen. Weil dann kriegen wir auch noch mehr Truppenplätze. War ich der Meinung. Ja, kriegen wir 81, ein bisschen gestiegen. Okay. 84. Dann können wir noch mal ein paar Bodentruppen bauen, die wir vielleicht brauchen. Wir bauen mal Scharfschützen, MG, Mörser und Sanitäter. Und eine Flugeinheit. Dann können wir uns die in den Bodenkampf auf jeden Fall mal angucken. Und was haben wir hier noch? MSG. Ach so, mobil Schildgenerator und was ist das? Ah ne, das ist ein mobiler Schildgenerator und das ist, ne, das ist, was ist das hier? Verstärkung, ach so, da können wir so als Verstärkungspunkt, transportabler Verstärkungspunkt ist das. Ne, die haben ja keinen Hyperantrieb. Nein, ich habe vergessen, jetzt starten wir mit der ganzen Flotte, ich habe vergessen, das Führungsschiff auszuwählen. Naja. So, dann starten wir mal die nächste Schlag um Haktyl. Ich hätte vorher natürlich SG-1 mal schicken können, um die Stärke der Flotte anzugucken. Habe ich jetzt ganz vergessen. Aber ich denke mal, das kriegen wir auch so hin. Also ich glaube, wir haben mal eine ganz gute Flotte auf jeden Fall. Achso, Entschuldigung. So, was habe ich jetzt gemacht? So, ich habe leise gemacht. Entschuldigung. So, und ich habe den Schild aktiviert. Das wollte ich eigentlich gar nicht. So, jetzt können wir. Ich bin Thor, oberster Kommandeur der Asgard-Flotte. Wir beschaffen euch neue Fußbekleidung. So, Jäger schon mal vorschicken. Ich bin mal gespannt, ob die Pyramidenschiffen haben. Das wäre sehr schlecht für meine Jäger. Okay, da sind auf jeden Fall. Ich habe keine B-300s dabei. Das ist natürlich nicht so geil, aber das hat natürlich. Doch, ich habe eine dabei. So, mit den Jägern alle auf die Pyramidenschiffe, dass die gleich als erstes zerstört werden. Weil die machen meine. Ja, macht mal bitte das erste Pyramidenschiff Schrott. Das andere auch. Jawohl, ist auch Schrott. Hier ist auch kaputt. Was haben wir hier hinten noch? Ein hat neues Attack der Systemlords. Ich glaube, das hat verbesserte Schilder, hat das auf jeden Fall.
Okay, ist ein bisschen zerstört. Haben wir noch ein. Oh. So. Der flieht, den nehme ich mal raus. Und der Rest startet noch weiter durch. Hier müssten auch noch. Hier sind dort Jäger. Erstmal alle darauf und die Jäger gehen auf die Station. Hey, du bleibst da bitte. Da, Alter, das Baum macht ganz schön Action, ne? Oh, da ist auch noch ein Bienenschiff. Das Pyramidenschiff gleich zerstören. Jo, wunderbar, super. Also, mach bitte das Attack kaputt. Jetzt. Zack, haben wir. Auch die Basis haben wir auch. Sehr schön. Wir haben gesiegt. Los. Sehr schön. So, Haktyl haben wir. Vorerst schon mal gesichert. Müssten natürlich den Boden noch sichern. Ja, ganz gut. Ist natürlich auch doof, hier alles zu sichern, muss man sagen. Wir haben echt tendenziell bräuchten wir etwas größere Raumstreitmacht. Weil wir haben ja tendenziell nur den Planeten hier. Wenn wir den sichern, können sie schon mal da nicht rennen. Aber die könnten halt über Vorasch. Vorasch könnten sie halt hier, da und hier angreifen. Und wenn wir den einnehmen, weiß gar nicht, ob sie von da kommen können. Müssen wir uns gleich mal angucken. Also gut, was haben wir denn hier? SG1, dann haben wir das, das. Was haben wir denn so an? Die sind noch nicht fertig. Oh, hier die Raumstation können wir auch nochmal aufbauen. Können wir auch noch ein paar mehr Truppen bauen. So. Wunderbar. Passt leider nicht mehr rein. Oder habe ich Maximum von den Schiffen erreicht? Es gibt, glaube ich, kein Maximum. Ah, ich glaube, das nimmt zu viel Platz weg. Können wir nochmal die ausbauen? 3,7 ist ganz schön teuer. 3,7 und da auch 3,7. Was werden wir gleich hier nochmal machen? Ja, dann sind wir hier auf jeden Fall safe mit dieser Raumstation schon mal. Die, was bringt uns die Raumstation? Bringt uns, wenn wir die vergrößern, bringt uns F302er Verhüterung von zusätzlicher Verstärkung gerufen. 3 Garnison F302er, 2 B302 Geschwader und 1 X303. Bringt uns eine Stufe 3. Um als Verstärkung. Also es sind auf jeden Fall noch ein paar Jäger. Da will ich gar nicht hin. Und wir können halt auch wieder so Truppen
Wir haben soeben die Prometheus fertiggestellt. Sie ist nun... Ah, wir haben die Prometheus fertiggestellt. Das ist sehr gut. Da können wir vielleicht eine dritte Nutze drum bauen. Ah, wir brauchen erste Hilfe. Zack. 10 Leute haben wir jetzt da. Persönlich noch ein bisschen wenig. Wollen wir mal einen Scharfschützen, ein paar Marines. So, jetzt können wir wieder gar nicht spawnen. No, bauen wir mal einen Server. Was kriegen wir eigentlich, wenn die noch eins höher ist? Das ist ja noch eine höher. Da kriegen wir Verstärkung. 5 Garnisonen F302. Dann kriegen wir 4 B302 Geschwader. Was kriegen wir denn beim letzten? Ah, beim letzten kriegen wir aber noch eine BC304 kriegen wir auch noch. Beim letzten. Das ist schon mal nicht schlecht. Da hat man auf jeden Fall ein paar Garnisonen. Machen wir. Das ist die Erde auf jeden Fall safe. Was heißt safe, aber schon mal ein bisschen sicherer, muss man sagen. Ein bisschen sicherer. Dann können wir hier noch. Die kostet 6.000 auf die nächste. Ja gut, da ist General Hammond mit diesem Bonus. Dann können wir hier noch ein paar Scharfschützen mitnehmen. So. Hier sind noch ein paar Maps. Das ist doch wohl ein Witz. Tendenziell denke ich, hätte auch mit SG1 einfach rüberfliegen können. Fällt mir gerade auf. Ich hätte den Planet gar nicht erobern müssen. Die sind ja extra so getarnt, dass sie da rüberfliegen können. Bin ich nicht drauf gekommen. Muss ich zugeben. Okay, SG1. Dann probieren wir auf jeden Fall gleich in den... Machen wir mal einen Plan für die nächste Folge. Ich verstehe nicht ganz. Für die nächste Folge ist der Plan. Haktyl einnehmen nach Ravenna. Da starten wir dann die Mission, wo wir dann ins Hassan-System... Ein Hassan-System, das, ich glaube, Hassara, das hier, glaube ich, dahin. Da dann versuchen, die Goa'uld zu stürzen. Wer den Film kennt, ich will nicht spoilern, was da passiert. Aber ja, das werden wir dann sehen, was dann passiert in der Mission. Ja, was ist noch der Plan? Ein bisschen mehr unsere Verteidigung aufbauen. Wir können den nochmal kurz hochbauen. Unsere Verteidigung ein bisschen höher bauen. Ist nie schlecht. Wir können mal über die Basis ein bisschen hochbauen. Hier können wir auch noch. Dann können wir noch ein paar mehr Truppen bauen und mehr Schiffe, um mehr zu verteidigen auf jeden Fall. Schon mal nicht schlecht. Und dann ja, sehen wir weiter. Ich denke mal, das ist ein guter Plan für die nächste Folge. Schon mal Dankeschön, dass ihr eingeschaltet habt. Freut euch schon auf die nächste Folge. Und ja, bis bald.